Hast du gestern die Apple-Keynote gesehen? Das war toll. Das war richtig super, toll. Und also iPhone wirklich, 7. Also wenn Steve Jobs das noch erleben würde, aber ja, wirklich, das war wirklich... Inspiriert wie nie. War das geil. War super. War wirklich, was die Jungs von Apple geschafft haben. Unglaublich viele Leute da draußen, gerade ZDF Neo Publikum, können sich leider diese teuren Apple-Produkte nicht leisten. Ne? Nee. Ist schwierig. Zum Glück haben wir hier im Neo Magazin Royal eine Truppe, die mit wenig einfachen Mitteln ihnen es möglich macht, daheim auch im Freundeskreis anzugeben mit Produkten, die fast genauso aussehen wie von Apple. Meine Damen und Herren, ein kleiner Tipp, können Sie nachbauen. Wenn Sie gestern nichts gefunden haben, was Sie sich leisten können bei der Apple Keynote, dann ein kleiner Basteltipp von den Bastel Brothers, damit Sie mitreden können. The Bastel Brothers, Apple Edition. Ein Big Mac, aufklappen, McRib rein, zuklappen und zack, fertig. Big Mac Pro. Was? Wie? Noch ein? Gerne. The Bastel Brothers, Apple Edition. Zwei Lautsprecher, an den Kopf halten, eine Unterhose, drüber ziehen, zack, fertig. Kopfhörerbuchse. Nicht schlecht. Was? Noch ein? Das gibt's doch gar nicht. The Bastel Brothers, Apple Edition. Ein Flüchtlingsmädchen. Nach dem Wetter fragen. Wie wird das Wetter? Ich nix verstehe. Zack, fertig. Syri. Noch eins? Gerne. The Bastel Brothers, Apple Edition. Ein Fernseher, eine männliche Ente rein, und zack, fertig, Apple TV. Ein Hammer. The Bastel Brothers, Apple Edition. Ein Brotmesser, Arm aufschneiden, und zack, fertig. Zusätzliche Schnittstelle.